Dennis, spät gekommen zum SC Paderborn, am Samstag schon im Kader und gleich der erste Einsatz. Wie bist du angekommen beim SC Paderborn? Auf jeden Fall sehr gut. Also es ging am Ende sehr schnell und natürlich auch sehr spontan. Und ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Ich wurde sehr gut aufgenommen vor der Mannschaft und vom Trainerstab. Alles gut gelaufen. Du bist ausgeliehen erstmal bis 2021. Was hast du dir vorgenommen am SC Paderborn? Also ich habe mir vorgenommen, dass sie auf jeden Fall zuerst mal einen Klassenerhalt schaffen und ich mich dann sozusagen jetzt von Trainingswoche zu Trainingswoche halt immer mehr rantaste und mehr Leistung zeige und hoffentlich bald von Beginn an da bin. Okay, am Samstag kommt die Hertha. Ich denke, ein ganz besonderes Spiel, auch für dich. Auf jeden Fall. Also für meinen Ex-Club oder sozusagen meinen richtigen Club, gegen die zu spielen, das wäre ein Traum überhaupt jetzt schon, im Kader zu sein, das kann ich ja nicht versichern, sondern der Trainer. Und ja, freue mich. Hat dich auch überrascht, dass Jürgen Klinsmann die Brocken hingeschmissen hat? Ja, es ging. Also man weiß es natürlich nicht, wie seine Entscheidung jetzt so gelaufen ist, aber es interessiert mich eigentlich nicht so besonders. Wenn er am 20.02.2020 20 wird, dann müsste man eigentlich die Rücknummer 20 haben. Eigentlich schon. Aber die 32 hatte ich bei Hertha schon und habe da sozusagen gute Eindrücke damit gelassen, bei Paul zum Beispiel, und möchte damit auch fortführen. Ja, ein bisschen nach vorne guckt, einen Tag später spielt Paderborn in Bayern. Das wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk, ne? Auf jeden Fall. Würde mich freuen. Okay, vielen Dank. Kein Problem, Dankeschön.